Yo Leute, ihr habt danach gefragt. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battle Pack Opening in Battlefield 1. Wir werden heute wieder 10 Battle Packs aufmachen und dabei werde ich 8 von diesen Revision 7, 1 von Revision 6 und dann natürlich auch noch das überlegene Battle Pack, was wir als Premium-User immer wieder mal bekommen, aufmachen und schauen, was dabei drin sein soll. Wir fangen natürlich an mit Version 7. Lang, lang ist es her und viele sagen ja immer noch, dass sie nicht so wirklich viele Battle Packs bekommen. Mir geht es momentan ähnlich. Ohne Scheiß. DICE hat aber angekündigt, dass sie mit dem kommenden Patch da ein bisschen was ändern wollen. Und so wird es wohl sein, dass wir dieses Tarnmuster natürlich nicht wirklich brauchen, weil verschrotten wir. Sieht scheiße aus. Dass man wohl mit dem kommenden Patch, der scheinbar auch die Giant Shadow Karte beinhalten soll, also die neue kostenlose Karte, wir auch für diese Scoreboard-Punkte, also meisten Flaggen eingenommen, die halt am Ende der Runde angezeigt werden, da scheinbar auch Battle Packs bekommen können. Finde ich eigentlich eine coole Sache, dass die Leute auch entsprechend belohnt werden. Hier, Automatico, die finde ich auch nicht so geil, deswegen packen wir die auch in Schrott. Alles, was weiß ist, verschrotten wir, wisst ihr. Und das ist, glaube ich, eine coole Sache, dass einfach die Leute da ein bisschen mehr belohnt werden bei dieser ganzen Geschichte. Na, ihr strengt euch an, reißt euch den Arsch auf, seid einer von den 5 Leuten, sind es, glaube ich, die angezeigt werden und kriegt halt nicht wirklich was außer ein bisschen EP und den Ruhm da zu stehen. Aber Battle Packs wäre eigentlich eine coole Sache. Dann würden die Leute einfach noch weiter darauf spielen, einfach auch, ja, die Klassen richtig zu spielen und einfach den Modus so richtig zu spielen, wie auch gespielt werden soll. So, wir hatten bisher kein Glück hier. Ich weiß nicht, die Glückssträhne hat uns verlassen, oder? Hier mit Blau. Oh, eine 12G-Automatik-Feuerball. Ich meine, mit Feuer hat das nichts zu tun, diese Silber. Aber die packen wir natürlich ins Inventar, denn die haben wir noch nicht. So, wir gehen mal weiter. Ich gucke natürlich, dass ich noch vielleicht den einen oder anderen guten Skin rausziehen kann. Kriegen aber nur Weiß. Damn it, Boys and Girls. Wir kriegen nur Weiß. Von daher verschrotten. Vielleicht können wir noch ein paar kaufen. Ich weiß nicht, wie viele Schrottpunkte ich momentan habe. 510. Da geht dann vielleicht noch was. Wir haben aber noch ein überlegenes. Und da ist auf jeden Fall was Legendäres drin. Von daher, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Die hatten wir gerade eben schon mal. Oh, das Karma schlägt wieder zu. Mensch, das Karma schlägt wieder zu. Was war an euch? Was war an euer letzter Battle Pack? Opening, Bonus, Faktor, Monster, Drop, den ihr gezogen habt. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr Geiles zuletzt gezogen habt. Aber momentan, die haben wir glaube ich schon, oder? Ne, die haben wir noch gar nicht. Die gestern haben wir noch nicht. Okay. Momentan kriege ich immer mehr. Oh, Truppen-XP-Boost. Das ist glaube ich der zweite, den ich bekommen habe. Nehme ich natürlich mit. Momentan kriege ich immer mehr Informationen, dass die Leute echt weitaus weniger, immer wieder weniger Battlefacts bekommen. Und man kommt auch gar nicht mit den Revisionen hinterher, ne, mit den jeweiligen Waffen. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier die Martini Henry in Zulu. Hab mir letztens ein Kollege auch gesagt, dass er sie bekommen hat, die Weiß. Sieht ein bisschen so aus, als wäre sie nicht ganz fertig designt werden, oder fertig designt gewesen. Aber hey, oh, Puzzleteil für den Bartek-Knüppel. Bin ich auch noch nicht großartig vorangekommen. Ich glaube, ich habe jetzt 3 Teile davon. Wir werden gleich mal gucken. So, wir haben die jetzt geöffnet. Wir machen noch Revision 6, 1 auf, damit wir auf 9 kommen. Und dann öffnen wir natürlich noch das letzte, hoffentlich legendäre. Was natürlich... Oh, legendär! Woo! Nice! Der Schwede, M1903 MLE. Nicht wirklich eine schlechte Pistole eigentlich. Die kann man auf jeden Fall spielen. Legendärer Skin. Gerade wo ich sage, okay, coole Sache. Auf jeden Fall Inventar zu packen. So, und jetzt haben wir natürlich noch ein überlegenes Battle Pack. Nice Shit. Das hauchen wir natürlich auch noch auf und gucken und hoffen, dass da auf jeden Fall was Gutes dabei ist. Es kann nur was Legendäres sein und ich glaube, keins davon habe ich bisher. Von daher wäre das geil. Die Selbstladebüchse wäre natürlich nice. Von daher Daumen drücken, Leute. Mal gucken. Brauchen viel Kraft, das aufzumachen. Ah, nicht die Selbstladebüchse, aber der Bodeo 1889, Revolver, ist so ein zweischneidiges Schwert, Revolver zu spielen. Kann gut ausgehen, kann aber auch nach hinten losgehen. Wir packen ihn auf jeden Fall ins Inventar und kriegen noch einen Truppen-XP-Boost. Den hauen wir uns natürlich auch noch ins Inventar. Jetzt gucken wir mal, was wir bei den Puzzleteilen hatten. Das wollte ich mal wissen. Warteknüppel 2 Teile, Sägezahnmesser 3 Teile. Da fehlen uns also auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Und ansonsten haben wir jetzt hier die weiße Martini Henry irgendwo bekommen. Die war bei den Gewehren. Hier, Martini Henry haben wir bekommen. Wir haben witzigerweise bei den Pistolen jetzt einiges bekommen. Den Schweden und den Bodeo Revolver. Und ja, ich meine, 2 legendäre Sachen aus 10 Kisten ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. 2 blaue Sachen ist auch nicht so verkehrt. Der Rest war halt Schrott. Auf jeden Fall schreibt mal unten rein, was ihr zuletzt Großartiges gezogen habt. Ob euch die Kisten überhaupt interessieren oder gar nicht so beachtet, die Skins darin nicht so geil findet. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen und informiert hat, dann freue ich mich natürlich über euren Burst auf den Like-Button und über euer Abo, damit ihr zukünftig keine Videos rund um Battlefield 1 hier auf meinem Kanal verpasst. In diesem Sinne kann ich nur sagen, bei euer Ziel immer morgen. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Euer Lost.